Gott, jetzt kommen immer mehr Menschen, habe ich so das Gefühl. Es ist auch schon wieder ein Lärm hier. So. Für die kleinen Kapuzineräffchen. Was brauchen wir denn für die Äffchen? Hm? Großwert? Nein, nicht Flachlandgorilla. Kapuzineraffe. Das ist der. Ach, das sind einzelne Objekte, okay. Das erklärt es natürlich. So. Ja, ihr kleinen süßen Äffchen. Ich glaube zwar, dass ich hier... ...höher machen muss. Ich glaube, so springen mir die Äffchen hier einmal... ...ups, drüber weg. Futterplattform. So. Gut, dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Beschäftigung. Die Gäste strömen alle zum Ausgang. Aber wir machen auf jeden Fall gut Geld. Würde ich mal behaupten. Beginnt hier wieder die Ausmusterung. Ja, wird bald in Altersschwäche sterben. So. Oh, ich lasse die Ausmusterung mal frei. Oh, ich. Männchen. Wir gehen ins Handelszentrum. So, viele denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Kümmern wir uns da doch einmal drum. Das ist ein Stau. Ganz ehrlich, da ich in echt schon gar keinen Bock mehr durchzugehen. Also meine Wege wären dann wahrscheinlich eher... Wobei... Na doch, hier lang. Hier lang oder da runter. Wobei selbst hier ist es mega voll. Zoobesuche waren nie so meins. Auf
wild. So. Ich will einfach keiner, ne? Das stecke ich ins Handelszentrum. Nur damit sie nicht mehr wegen Überbelegung meckern. Nächstes Handelszentrum. Das hier. Das Handelszentrum. Du kommst ins Handelszentrum. Du kommst ebenfalls ins Handelszentrum. Wie gesagt, die musste hier immer nur die männlichen Tiere aus. Die weiblichen beide im größten Fall. Die andere. Ja. Denn? Denn? Die kleinen Pandas bringen echt viel Geld. Also ich sehe, dass hier so frei bringt eh nichts. Hallo Daddelmatz! Schön, dass du einschaust. Chris und ich haben uns heute mal unterhalten. Und uns. Der Sterne Deluxe Gehege hält wieder durch. Das kommt doch alles noch. Geil wäre es ja, wenn es wirklich richtige, also wirklich richtige Pferde geben würde. Das wäre cool. Weil dann könnte man das wirklich machen. So. Ich kann nicht für ein bisschen mehr mal verhökern. Ja, hier bringt auch nicht großartig viel ein. Kann mir mal einer diese Viecher hier abkaufen? Wie kann man so gute kleine Pandas nicht haben wollen? Die sind super. Die haben die besten Gene. So, der Zoo ist immer noch zu günstig. Für den Mini-Zoo würde ich nicht so viel Geld ausgeben wollen. Aber... okay. Ich bin jetzt zurückgesetzt. Vor allem nach allem, was ihr so durchgestanden habt. Wenn wir das Ende von Witcher 3 erreicht haben, Fichtplätze, verdiente Altersruhestätte, kann dann ordentlich in Rente gehen. Ja, wir haben aber auf jeden Fall schon zwei Gehege jetzt wieder neu gebaut, angelegt. Eins ist ja, weit fast fertig. Das andere hier ist doch komplett im Rohbau. Aber die Leute können trotzdem schon durchgehen. Wir brauchen trotzdem noch zumindest mein zweites Klo, ne? Ein zweites Klo wäre super. Aber wo haben wir denn hier... ah, nee. Hier sind die Toiletten. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hier sind die Toiletten. Da sind die Toiletten. Gut, dann machen wir hier trotzdem noch mal ein paar Boden hin. Aber hier einmal... Ballonshop.
machen wir den Ballonshop einmal hier hin. Dahin und dann hier noch so ein Slushy-Stand. Das wär's doch. Das ist so einer mit so einem Durchgang. Sowas. Das sind ja einfach zwei Läden direkt nebeneinander. Okay. Gut, wir bleiben hier bei dem tropischen. So. Ah ne, es sitzt doch nicht ganz richtig hier. Aber jetzt sollte es. Ja, doch. Ist zwar ein bisschen versetzt, aber alt. Was haben wir getan? Da ist ja gar kein Durchkommen mehr. Ich wollte nur, ganz ehrlich, ich wollte nur die Stelle hier hinten entlasten. Da habe ich ein neues Problem geschaffen. Weil alle so einen Kackballon haben wollen. Was ist da denn los? Ja, die wollen sich hier alle anstellen. Scheinbar. Also, ja doch, eigentlich ist das eine Riesenschlange an Menschen, die da was kaufen möchte. Ich würde mich da nicht mehr reinstellen. Ich glaube, ich wäre schon wieder umgedreht. Lord Darky, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Der Menschenansturm hat sich immer noch nicht gelegt. Ich glaube, das war keine gute Idee, was wir hier gemacht haben. Naja. Dann sehen die schon. Ja, dir einen schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir soweit gut, Lord Darky. Und herzlich willkommen in der Massenkarambolage bei Planet Zoo. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, auf jeden Fall. Es war nicht gut. Sobald sich das hier so ein bisschen gelegt hat, stelle ich die Häuser da in die Richtung. Wenn ich solche Menschen mehr schon eine Ahnung wir anders nicht planen, einen Umweg und eine Fluchtroute. Ja, ja. Vor allem in Zoos, da mache ich das tatsächlich.
Weil ich mag keine Menschenansammlung. Also ich gehe gerne auf Konzerte, ich gehe gerne auf Festivals, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Mal sehen, wir anfangen etwas inspirieren lassen. Okay, ja, ich hoffe, ich kann dich so ein bisschen inspirieren. Ich bin hier keine großartige Meisterbauerin. Ich habe es jetzt auch das erste Mal nach Monaten mal wieder versucht. Mit dem allerersten Zoo, den wir hier im Stream hatten, war ich sehr, sehr unzufrieden. Und ja, jetzt machen wir halt so ein Jahreszeiten-Zoo. Und versuchen so bunt, so fröhlich wie möglich den Frühling hier zu gestalten. Oh, die Menschenmasse hat sich aufgelöst. Das ist ganz toll. So. Wir sollten uns jetzt aber mal um unsere Kapuzineräffchen kümmern. Ich doch auch nicht. Das ist gut. Also ich sehe mir immer so die Leute bei YouTube oder so an, die übelst geilen Zoos machen und denke so, ja, toll. Hätte ich auch gern. Würde ich auch hinkriegen. So auf dieses Terraforming, diese richtig geilen Landschaften, die sie darstellen. Und ich denke so, ja, schön. Wie macht ihr das? Ich kann mit den Tools auch arbeiten. Das sieht so kacke aus. Mal gerne irgendwie um Menschen. Nicht nur Menschenmassen. Das stimmt. So, wir brauchen ein bisschen Erde. So, und das Ding hier geht mir jetzt. Ganz folgendermaßen machen. Es dürfen nur 10 Leute am Tag rein. Für 1000 Euro pro Person. Ich glaube, das funktioniert nicht ganz. Ich bin froh, dass wir noch nicht pleite gegangen sind. Ich bin echt mega froh. Weil das ist das, was mir auch sehr häufig passiert. Ich gehe pleite. Warte, wir haben zu viel Sand, ne? Ja. Zu viel Sand. Kann man zu viel Sand haben. So. Holt Erde, ihr kriegt Erde. Auch nur die Geduld fehlt. Ja. Geduld ist auch Mangelware bei mir. Also, so teilweise geht's, wie hier. Das war dann aber eher zufällig. Das war aus Versehen, sagen wir mal so. Die Planung war anders. Aber mit dem Endeffekt bin ich dann doch ganz zufrieden. Weil diese Bugs, wo die Tiere regelmäßig durch die Gehegemauer sind. Ja, das hatte ich hier mit den kleinen Pandas. Jedes Mal, wenn sie, ich glaube, hier an der Stelle war das. Da sind sie angeblich außerhalb des Geheges. Ja. Ist mitten im Gehege drin. Ist nicht mal höher als die Gehegegrenze. Ja, gut. Ich weiß nicht, wo sie da außerhalb des Geheges sein sollen, aber bisher ist es nicht wieder passiert. Also, ich klopfe da auf Holz. Bin dankbar, dass ich verschont geblieben bin bisher wieder. Oder wenn, was ich auch nervig fand, was im anderen Zoo war, wenn die Tierpfleger in ihren Häusern festgebackt sind und nicht mal rauskommen. Das kenne ich auch noch zu Genüge. Das ist auch ganz toll. Nein. Das hier wollte ich. Damit das hier nicht in der Luft schwebt. Genauso wie hier hinten. Aber wenn ich gleich hier die ganzen Pflänzchen habe, dann weiß ich, dass ich da nicht mehr drauf achten werde, ob die jetzt in der Luft schweben oder nicht. So, ihr wart Südamerika, glaube ich, ne? Warum werdet ihr eigentlich nicht gefüttert? Der Tierpfleger ist da und warum wurdet ihr... Ich will es doch gar nicht wissen. Bepflanzung. Nord- und Süd- und Mittelamerika. Amerika. Tropen und gemäßigt. So, mal sehen, was wir hier für Bäumchen finden. Ganz schön hohe Bäume. So. Ich glaube,
Rum, dass sie sich mit der Buche zufrieden geben, aber komm. Hauen wir alles ins Gehege rein. So relativ grün aussehen. Deswegen, weil es Frühlingsgebiet ist, nehme ich jetzt halt solche Sachen nicht, weil ich auch irgendwas für den Herbst brauche. Deswegen, ja. Lass ich das lieber mal weg. Packen wir so einen Baum auch wieder mit rein. Haben wir schon so oft. Kann man nicht so oft haben. Küstenmangroven brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann auch ein kleiner. Den größer. Ja, es gibt Setzlinge. Komm, setzen wir hier so einen Setzling hin. So wirklich tropisch sieht das noch nicht aus. So, ragt doch nicht so rein. Nein. Ich weiß halt auch nicht, wenn ich es jetzt so nah hier an die Gehegegrenze baue, dann ausbrechen. Doch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie sie drauf sind und auf welche Bäume sie klettern dürfen und können. So. Kann ich mal einen anklicken? So. Wenn sie irgendwo ausbrechen. Da hinten können sie ausbrechen. Denk nicht einmal daran. Vergiss es. Huch. War sehr hoch. So. Sollte ja hoffentlich alles gesichert. Ja. Pflanz mal Bäume an. So, ihr kleinen Äffchen. Nein, ich will denn die Barriere nicht mal angeklickt haben. So. Ihr seid zufrieden. Vollkommen zufrieden. Das ist sehr schön. Ich wäre tatsächlich so ein Kandidat, ich würde hier nicht freiwillig in dieses Gehege reingehen. Frag mich, warum sich um dieses Gehege hier hinten keiner kümmert, obwohl ich den eingestellt habe dafür. Wieder wegen Überbelegung. Geld haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Ui, das sieht jetzt auch ganz gut aus. Nicht wieder davon rumlaufen lassen. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe echt, dass wir irgendwann mal so ein DSC bekommen für Haustiere. Also, für Bauernhoftiere. Dann weiß ich, was ich direkt als erstes bauen würde. War das Gehege für Plätze. Ich würde sogar ein Pferd benennen danach. Eben. Das ihr. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Gewinne das mit dem Frau LP ab. Sonst gibt's Ärger. Ganz gewaltig.
Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Der Zug ist abgefahren. Nee, ich hoffe nicht. Du hast auf jeden Fall den Bau zweier Gehege wieder verpasst. Mir geht es soweit auch gut. Wir schwimmen im Geld. Wir sind sehr, sehr reich bisher. Und wir haben kaum Fläche verbraucht bisher. Weißt du, ich denke die ganze Zeit so, ja, wir müssen ja Platz sparen. Aber wir müssen gar keinen Platz sparen. Wir haben so viel Fläche. So enorm viel Fläche. Wobei ich auch bald zu Witcher wechseln werde. Weil wir da ja noch eine ganze Menge zu tun haben. Und nicht umsonst habe ich Witcher Alerts jetzt eingestellt. Jo. Dekorieren wir noch ein bisschen was? Oder lassen wir es? So, speichern sollte ich auf jeden Fall erstmal wieder. Der Jahrmarkt-Switcher. Es ist kein Jahrmarkt-Switcher. Der ist cool. Oh, der Platz wird benutzt. Der Platz wird benutzt. Der Platz wird benutzt. Ich setze mir hier noch ein paar Sachen rein. Ein bisschen Adler fahren, aber vielleicht doch nicht so viel. So. Ah, hier oben brauchen wir ja noch die Wegbearbeitung. Ich hasse Wegbearbeitung mittlerweile. Bei der Größe des Zoos ist es doch schon nervig. Hätte das man einfach antun sollen. Was denn hier aussehen? Ich sehe jetzt. Naja, die sind besser aus als du, Kaya. Ich glaube, vielleicht schlägt er mich. Das ist nicht schwer. Ja, siehst du? Kannst du mal sehen. Es ist schon wieder ein Tier verstorben, wie ich sehe. Das stimmt. Hässlicher als die Nacht. Mein junger Padawan. So. Mädchen? Keine Frage, das sagst du. Nee. Tatsächlich ist mir so spontan, dass überhaupt nichts mehr eingefallen. Und weil ich sowieso schon zu spät dran war und Ewigkeiten gebraucht habe, um die Alerts zu machen, habe ich sie für heute ausnahmsweise mal entfernt. Ab
Freitag ist sie wieder wie gewohnt zu sehen. Wobei ich heute sowieso schon 3 Stunden, ich glaube 3 Stunden waren es, so spät dran war. Dachte ich, sollte vielleicht doch mal mich etwas beeilen. Okay, danke, dass du da warst. Ich komme auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz hoch. Dir eine gute Nacht. Bis morgen. Da hat schon wieder jemand unerlaubterweise Sex. Ich will nur kurz das Ding jetzt zu Ende machen, dann werde ich in die Pause kurz verschwinden. Und dem Herrn da oben gute Nacht sagen. Das war genau. Nein. Genau. Jetzt. Perfekt dazu, wo es dunkel wurde. Was haben wir erzählt? Meine Tiere. Meine Tiere haben inkorrektes Geschlechtsverhalten. Was jetzt aber sowieso schon zu spät ist. Ewig lange Sound. Ich finde ihn einfach so toll, deswegen musste ich ihn mit reinnehmen. Es ging einfach nicht anders. Ging nicht anders. Ich muss ihn nur leiser machen. Ich wusste nicht, dass er irgendwann laut wird. So. Aber die Zeit konnte ich jetzt nochmal nutzen, um hier ein paar Bänke zu platzieren. Oh, das wird direkt genutzt. Sehr cool. So. Gut. Dann speichern wir einmal und beenden wir das ganze Ding. Dann mache ich einmal eine ganz kurze Mini-Pause. Bin gleich wieder da. Und dann geht es weiter mit unserem Lieblingshexer.